teilen. Aber der wesentliche Unterschied liegt auf der Hand, dass man in der Schweiz zum Beispiel die Ringe jeweils an der linken Hand trägt, weil man davon ausging, dass eine Ader im Ringfinger direkt ins Herz führt. In Deutschland wird alles rechts getragen. Mir persönlich ist die linke Variante nicht wegen dem Herzen sehr sympathisch, sondern wenn ich jemandem die Hand gebe, wird auch gar nichts gequetscht. Also deshalb mag ich links eigentlich ganz gerne. Ich musste kürzlich sehr, sehr lachen, als in den Medien geschrieben stand, wow, die arme Pippa, ne, hat nur so einen billigen Ehering gekriegt. Aber diese Leute haben das Konzept ja überhaupt nicht verstanden von Verlobungsring und Ehering. Auf Englisch nennt man es auch nur Wedding Band. Das ist gar kein Ring, ist nur ein Band. Das heißt, der Ring, wo er auf den Knien rutscht und uns fragt, ob wir seine Frau werden, das ist der fette Klunker. Ein adäquates Stück dafür, dass man zum Beispiel seinen Namen aufgibt und dann kommt dann nur noch ein einfaches Band dazu. Also wer denkt, dass man am Ehering irgendwie da sein letztes Geld verliert, der täuscht. Der Ehering kostet gar nicht so viel. Ah ja, der Verlobungsring, ne? Der wird gerne als Solitär genommen und ja, da gibt man ein bisschen mehr aus. Die Nordamerikaner, also sprich Amerikaner und die Kanadier, gehen davon aus, dass so ein Verlobungsring 2 bis 3 Mal so viel wert ist wie ein Monatsgehalt des Fragenden. Ich denke mal, das kommt hier in der Schweiz dem nicht so zugange. Das ist auch in Deutschland und in Österreich garantiert nicht so. Aber das spielt eigentlich auch gar keine Rolle. Wenn man das Konzept verstanden hat, Verlobungsring, Solitär, Wedding Band, dann ist man schon mal auf der sicheren Seite. Ganz bestimmt bin ich auch nicht jemand, der propagiert, dass beide denselben Ring, dieselbe Sorte anhaben sollen. Wobei sich das mit einem einfachen Band auch, die Diskussion sich da sehr, sehr einschränkt. Aber solange es noch so verrückte, fantasievolle, hast du nicht gesehen, Eheringe auf dem Markt gibt, wird es bestimmt auch immer wieder Paare geben, die sich diesem Trend da unterwerfen. Ich glaube, dass wir das ganz einfach machen, so wie bei unseren Eltern. In diesem Sinne, ein Daumen nach oben, falls Ihnen das gefallen hat. Hier können Sie unseren Kanal abonnieren und wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!